willkommen hier bei Schwimmer TV, dem ersten Schwimmer-Channel hier auf YouTube. Bademeister Holmes ist wieder auf der Spur. Wir sind heute hier im Schongau, im Plansch, und wir gucken uns ein Unterwasser-Überwachungskamerasystem an namens Angel Eye. Wir gucken, was kann dieses System, wie sieht das Ganze technisch aus und wird es in Zukunft den Bademeister ersetzen oder ist es einfach nur eine geile Unterstützung bei der Wasseraufsicht? Viel Spaß! Ja, liebe Freunde, wir treffen heute den stellvertretenden technischen Leiter hier im Plansch, außerdem auch Teamleiter Alex Boos. Der wird uns heute durch das Haus führen und uns diese ganze Technik mal erklären. Also, wir sind heute hier. Erstmal danke für die Einladung. Sehr gerne. Wir wollen Angel Eye sehen. Du zeigst uns Angel Eye. Wir werden natürlich versuchen, das bis ins kleinste Detail auszureizen. Gut. Mal kurz zu dir, technischer Leiter, was machst du hier im Bad genau? Ich bin so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau hier. Ich mache so ein bisschen eigentlich alles, das heißt, ich habe so Teamleitung, mache Personal, mache Sauna, mache die stellvertretende technische Leitung, wir haben Geschäftsführer und technische Leitung, ich mache so die Spindy-Glied vor allem dazwischen drin und schaue, dass eben auch die zwei irgendwo immer wieder entlastet werden, damit das der Laden hier auch irgendwie auch funktioniert und nicht nur auf eine Schulter oder zwei Schultern getragen werden, sondern dass auch verteilt werden. Also kann man sagen, Alex ist Meister für Bäderbetriebe, aber irgendwie die Frau für alles hier im Haus, oder? Ja, so in etwa. Vielleicht kurz zum Angel Eye. Wie lange habt ihr dieses Angel Eye jetzt schon? So in etwa 10 Jahre werden es jetzt dann schon werden. Ja, wir haben das uns damals angeschafft wegen einem Durchfall hier. Und also aus der Systematik heraus, wo wir gesagt haben, eben so wie viele Bäder, andere Bäder auch Problematik immer wieder haben, dass wenn Schulen allein da sind und die Schwimmhalter ihren Wartungsarbeiten nachgehen, dann keiner im Bad ist und keiner in der Halle ist. Und vor allem keiner in der Halle ist, nicht im Bad, sondern keiner in der Halle ist. Und dadurch man einfach auch einen Alarm bekommt, und wir gesagt haben, okay, so kriegt man einfach eine Sicherheit mehr dazu. Und deswegen haben wir das Angel-System so mit angeschafft, unter anderem auch natürlich für den Badebetrieb. Und das werden wir uns für euch halt so ein bisschen präsentieren. Ja, also wir sind jetzt hier in der Halle und hinter uns ist Angel Eye verbaut in diesem 25 Meter Becken. Alex, wie viele Kameras sind es im Endeffekt und ja, wie ist das baulich konzipiert? Also, das ist baulich so konzipiert, dass wir haben 8 Kameras dort verbaut, drei jeweils einmal drei auf der rechten, zwei auf der linken und jeweils auf der Stirnseite. Die Kameras mit verbaut, sodass wir auf 8 Stück insgesamt kommen. Diese Kameras funktionieren in dem Prinzip so, dass man einfach sich unser Bild legt übereinander und schauen, wie sie sich da verarbeiten und es sich bewegt. Löst es nicht aus. Sollte sich das länger als 30 Sekunden dieses jeweilige Pixelbild nicht bewegen, kriegen wir jeweils einen Alarm, unter anderem auch auf jeweils ein Handgerät, das im Zeitalter des Smartphones so ausschaut. Und diesen Alarm, den können wir dann nachgehen. Unter anderem haben wir auch diese ganzen Kameras mit jeweils Bildpräsentation bei uns im Schwimmmeisterraum, wo wir jeweils im Schwimmmeister drauf gucken können. Das heißt, jedes Aufsichtspersonal ist hier mit so einem Teil ausgestattet. Genau. Und wenn dieses System auslöst, dann vibriert dieses Teil. Genau, es vibriert. Den Ton haben wir abgestellt, weil wenn man sich vorstellt, dann 500 Leute hier drin sind, hört man das eh nicht. Deswegen mit der Vibrationstätigkeit ist es absolut genial. Es sind solche Baustellen-Handys, die vibrieren so, dass man es auf jeden Fall spürt.
Jetzt zur wichtigen Frage: Kann dieses System eine Aufsichtskraft ersetzen? Also das kann ich ganz klar mit Nein beantworten, weil das Problem ja immer noch besteht, wer holt dieses Opfer jeweils raus? Es kann helfen dazu, dass die Aufsicht verbessert wird. Heißt, wenn man die Wasseroberfläche nicht einsehen kann, wie wir hier oben ein Oberlicht haben, wenn Sonneneinstrahlung sind, wenn man auch die Ecken nicht ausgeleuchtet hat, weiß jeder Schwimmmeister selber, dass es immer in diese Todzone geht, die man abläuft, das auf jeden Fall. Aber im Zuge dessen, wenn viele Menschen hier drin sind, ist es definitiv ein Hilfsinstrument, um es sicher zu halten. Es ersetzt definitiv für mich und für unsere Erfahrung hier keine Aufsicht. Also, hier haben wir die 8 Kameras, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja. Ganz einfach zu zählen. Technische Probleme hin oder her, wir haben hier schon eins, mit der Kamera 6, das ist die hier vorne. Da ist es einfach eine Problematik, dass wir im Moment die Kamera, siehe da, ein Wassereinbruch, da ist das Kabel hat Wasser bekommen, das wird jetzt die nächsten 2 Tage wird das ausgewechselt. Sprich, ist aber nicht so schlimm, weil es gibt dieses Bild gegenüber. Das ist im Endeffekt dieses Kamerabild gegenüber, wenn man hier diese Leiter sehen würde, oder Einstiegsleiter, das ist dann hier gegenüber. Wir selber sehen die Leiter im Moment hier nicht, ist aber unrelevant. Die Kamera an sich deckt diesen Bereich hier komplett ab, macht diese Bildsequenzen immer noch, sollte da irgendwas sein. Ist im Endeffekt immer so ein Backup sozusagen. Das wäre eine lückenlose Überwachung. Richtig, das ist so. Im Endeffekt das Ganze, der komplette Beckenboden, ja, ist ausgeleuchtet. Bis zu 1 Meter, also jetzt hinten im Sprungrubenbereich, eben bis zu 1 Meter, bis zu 2,10 Meter Wandhöhe, vom Boden weg bis zur Wandhöhe und 1,85 Meter, also fast Wasseroberfläche bei den jeweiligen Randbereichen. Jetzt wollen wir natürlich auch sehen, wie dieser Bildschirm aussieht, wenn ein Alarm losgeht. Ja. Deswegen schicken wir jetzt einen Taucher rein. Ja. Testet mal aus. Hier sieht man jetzt nochmal das Frontbild in der Sprunggrube, im vorderen Bereich. Der schwimmt jetzt gerade Richtung Sprunggrube und da kann man ihn natürlich in der Hinsicht super verfolgen. Und man sieht im Endeffekt diese Frames, die hier jetzt gemacht werden, diese einzelnen Fotos, sieht halt immer, dass sich hier definitiv was bewegt. Kannst du das auch selber einstellen, dass du die Frames hoch jagst? Nein, das ist eine Sicherheitseinrichtung. Auf die habe ich überhaupt keinen Zugriff. Also auf jegliche Einstellungs-, ich kann hier wirklich nur, ich bin reiner Nutzer und Anwender. Ja, ist auch gut so. Ah, jetzt hat er uns schon erkannt. Ah. Also der Alarm ist ausgelöst worden, einmal hier in diesem Bereich und einmal in diesem Bereich. Der hat ihn hier erkannt, ja, und er hat ihn auch hier unten erkannt. Okay, und beim Handy? Das ist leer. Das wäre jetzt der Alarm auf dem jeweiligen Telefon, was dann kommen würde. Wir haben einen großen. Wir haben jetzt hier auch gleich das Bild dabei. Genau, das war die Position. Das ist eben die gleiche Bildgebung, die wir auch dann haben hier in dem PC. Hier sieht man jetzt das ganze Becken und das Bild. Da kann man sogar reinzoomen. Dann sieht man auch, was passiert ist. Perfekt. Das ist doch mal eine tolle Sache. Hat es schon mal Leben gerettet, dieses System bei euch? In dem Sinne noch nicht. Was es auf jeden Fall gemacht hat, ist der Punkt, wir haben es mal gehabt, dass jemand
mit untergegangen ist. Wir waren aber in der Halle dahingehend. Wir haben gemerkt, das System funktioniert. aber unsere Aufsichtskräfte haben es in der Hinsicht schon selber mitbekommen. Deswegen, also so in dem Sinne hat es Leben noch nicht gerettet. Was aber schon der Punkt ist, das muss man auch einfach sagen, ist das schon, dass zum Beispiel, wenn wir Aquakino oder sowas machen hier, dann ist das natürlich der absolute Wahnsinn, weil man hat natürlich das komplette Unterwassergebilde im Blick. Du brauchst doch keinen Taucher. Du brauchst keinen Taucher. In dem Fall, wir nehmen trotzdem einen Taucher dazu. Also auch wenn wir zusätzlich und einfach diesen Sicherheitsaspekt auch zu haben für die Eltern, dass wir sehen, dass da ein Taucher mit unten drin ist. Ja. Wir haben dieses System. Es würde von meiner Seite her definitiv reichen, weil man alles sieht. Man sieht alles in diesem ganzen Konstrukt. Also dieser Monitor zeigt alle 8 Bildschirme. Aber trotzdem, um einfach auch für kopfmäßig unsere Eltern da ein bisschen zu beruhigen. Ja. Jetzt mir das. Es ist noch eine Frage interessant, und zwar höre ich das immer öfters in den Seminaren auch, dass man irgendwann nicht mehr aufmerksam wird. Also wenn ich jetzt 20 Alarme am Tag habe, irgendwann interessiert es mich gar nicht mehr, weil ich davon ausgehe, Mensch, ist eh wieder bloß ein Fehlalarm. Wenn jetzt aber wirklich was passiert, wie ist so die Erfahrung bei dir im Personalkonstrukt hier? Also wie ist es da? Ja? Genauso ist es. Also die Problematik ist, das System ist nur so gut, wie es genutzt wird. Und das ist Faktum, aber einfach auch das Problem immer dann auch des Personals, wenn natürlich die Systematik, wir haben angefangen mit diesem Edelstahlbecken, wir waren einer der ersten, die dieses Edelstahlbecken verbaut wurde. Das heißt so Proto- und Pilotprojekt hier. Ja, ja. Wir haben angefangen mit zigtausend Fehlalarmen am Tag. Und das ist natürlich nervig, wenn dieses Ding eigentlich 12 Stunden am Tag vibriert, dann achtet man auch nicht mehr drauf und man guckt nicht mehr drauf, man gewöhnt sich sozusagen ab. Und da muss man vorsichtig sein. Die Angel Eye hat das super hinbekommen, das muss man ihnen auch wirklich hochhalten, dass sie da auch gut gearbeitet haben und uns da wirklich unterstützt haben und gemacht haben und gearbeitet haben, dass das auch mit den Systematiken funktioniert. Es hat immer noch so seine Macken, das heißt, wir haben ja oben ein Oberlicht, wenn Wolken-Schattenspiel einfach ist mit der Sonne, dann kommen immer wieder hin und Fehlalarme einfach kommen noch vor, ist aber bei weitem, wenn es ein oder zweimal am Tag sind, dann ist es viel, damit kann man arbeiten, das ist auch völlig legitim und gut. Ja, um zu deiner Frage zurückzukommen, es ist schon so, dass man sich so ein bisschen abgewöhnt auch, dass man die Leute wirklich dazu animieren muss, hey Leute, das ist Sicherheit, heißt, ihr nehmt euer Funkgerät, euren Schlüssel und einfach dieses Ding mit, um das Ganze halt einfach auch sicher zu machen. Diese Sensibilisierung vor allen Dingen, habt ihr die in der jährlichen Unterweisung mit drin, auch Angel Eye, dieses technische Konstrukt, Ablauf? Mittlerweile, ja, bei dem neuen Jahr kommt das mit dazu, natürlich, wir erklären das auch, aber es ist immer noch so, dass wir sagen, also es gab bei unseren alten Hasen, unseren Schwimmmeistern, willkommen im Job, braucht man gerade nicht, ist es halt einfach so, dass wir das Ganze schon bei den Jungs sagen, hey, ihr wisst, wie es funktioniert, ihr wisst es mittlerweile besser wie wir. Ja. Wir sind natürlich auf die Schwimmmeister wirklich auch angewiesen, dass sie uns immer wieder Rückmeldung geben, hey, was passiert hier? Und das tun sie auch. Was hältst du von dem System jetzt? Persönliche Meinung? Ich finde das System, also das Fazit des Ganzen ist eigentlich, dieses System ist gut, definitiv. Ich finde, es kann definitiv auch Leben retten. Ja? Es tut seinen Job. Ja. Es ersetzt keinen Schwimmmeister. Wir brauchen immer noch jemanden, der, wenn da unten jemand liegt, einfach jemanden rausholt. Ja. Ja? Es ist aber definitiv eine Sicherheit, wo Leben retten kann, weil es Zeit in der Hinsicht spart. Ja? Weil wenn das System anschlägt, ich einfach dann gucken kann und dann los springe, bis ich mein rollierendes System in der Aufsicht habe und natürlich nach 8 Stunden Schwimmmeister, 8 Stunden 500, 600, 1000 Leute, 3000 Leute in vielen Bädern, dass man da irgendwann mal voll ist. Genau. Dieses System kann Zeit sparen. Im Zuge der Digitalisierung und dieser technischen Softwareunterstützung habe ich halt immer 100% Leistung. Mhm. Ja. Abgesehen von den vielen Fehlern, ob das noch Kinderkrankheiten sind, ob das an der Einstellung liegt und so weiter, lassen wir mal beiseite, aber ich denke, in Zukunft sollte das als Grundausstattung in jedem Bad mit dazu. Ja, es gehört dazu kommen, ja. Und das macht auch richtig Sinn, weil wir haben jährlich durchschnittlich 450 Ertrinkungsfälle in Deutschland. Vielleicht können wir mit diesem System diese Quote runterbringen auf die Hälfte, wenn nicht sogar vielleicht auf gar keinen. Und das wäre ideal und für uns immer eine Bestätigung, ja, nach außen hin. Coole Sache. Mhm.
Man mag es auch kaum glauben, aber du bist für mich so ein klassischer Bademeister 3.0. Juhu! Ja, überall und doch nirgendwo. Ja. Ja, liebe Freunde von Schwimmbad TV, heute ein ereignisreicher Tag hier im Plansch. Wir waren hier mit Bademeister Holmes auf der Spur und ich denke, Angel Eye ist eine coole Sache und wir müssen gucken, dass wir solche Dinge für die Zukunft als Handwerk unseren Leuten in die Hand geben, dass wir mehr Unterstützung haben und natürlich auch die Badegäste mehr Sicherheit. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Bademeister Holmes. Auf der Spur, Schwimmbad TV.